Alter. Ich guck meinen Bären gerade in den Arsch. Schön. Aha, sie haben noch einen Bär. Ich wusste es. Ihr habt ja mich nicht gesehen. Mich bei Snapchat. Ja, so schnell wie ihr gerannt seid, da habe ich gar keinen mehr gesehen. Gib deinen Ex weg. Wisst ihr eigentlich, dass ihr uns allein mit dem Bären komplett gefickt hättet? Und wisst ihr eigentlich, dass allein der Biber uns fast alle gekillt hat? Weil wir gar nichts hatten? Ich dachte mir das schon, aber ich habe Johnny immer wieder gefragt. Kann nicht so gut gucken. Immer, wenn ich geguckt habe, habe ich richtig hart aufs Maul bekommen. Ja. Ja, wir sind da basically nur jeder mit einem Raptor im Gewehr hingekommen. Weißt du, was das Witzige ist? Ihr habt doch noch diesen einen Stachelfiech-Dodo, keine Ahnung, was das Ding war, gehabt. Ento. Ich wusste gar nicht, dass die eigene Ausrüstung kaputt geht, wenn man drauf einprügelt. Ja, quasi die Viecher, die ihr zurückgelassen habt, die haben uns fast alle gekillt. Jo! Ja. Kannst du noch einmal anpausen? Vor allem, ich weiß gar nicht, na klar, gerne. Mit wem habe ich denn gegen den Biber gekämpft? Warst du das, Max? Nee, ich war das. Nee, Mori. Ah, okay, dann hab ich mit Mori und den Dinos zusammen gegen den Biber gekämpft. Ja, das war ein Shitfest. Jo. Und jetzt sag ich dir, der Biber hat gut reingeholzt. Also sehr gut. Eingeholzt. Digi, Alter. Okay, so. Das schneide ich auf jeden Fall mit rein. Ja, so das wäre echt witzig drauf gewesen, wenn ihr in unsere Base geht und wir vier Pilze. 3, 2, 1. Ah! 0. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Spandauer Dodo Boss, meine Damen und Herren. Wir sitzen alle wieder mal zusammen. Der Rat der Jedi hat sich zusammengefunden. Es gibt zwei Themen. Einmal, wir werden eine Mod einführen, dass wir wissen, wo alle unsere Dinos sind. Weil ihr habt es vielleicht bei dem einen oder anderen Team schon mitbekommen. Ab und zu gehen Tiere entfleuchen und wir haben überhaupt keine Ahnung. Und das ist halt kacke für einen Dino-Kauen. Und die Taktik, bei einem anderen Team Dinos in die Pampa zu locken und die dann, so dass die dann gegebenenfalls 5 Folgen suchen müssen, ist halt auch kacke so, gerade für euch. So, für uns geht's nur, aber für euch ist halt mega kacke und das beheben wir damit auch. Aber das würde doch kein Team mit Ehre machen. Genau. So, zweiter Punkt, wegen dem Finale. Das Finale haben wir erdacht, als das Projekt noch nicht gestartet hat. Jetzt mittlerweile hat sich vieles abgezeichnet und wir werden das Finale noch ändern. Haben wir schon eine grobe Idee. Werden das aber erst noch ein bisschen ausklamüsern, bevor wir das euch vorstellen. Zeitgleich würden wir es cool finden, wenn ihr einfach mal euch ein bisschen Gedanken macht, wie ein Finale aussehen könnte, was ihr cool finden würdet, was sich auch auf Dodo Wars 2 mit vielen Teams auswirken würde. Und ja, weil aktuell ist zum Beispiel das Problem, wir würden halt viel auf den letzten Kill spielen, drumherum spielen, zum Beispiel wenn es darum geht, Dinos mitzunehmen ins Finale und so weiter. Da gibt es viele Sachen. Vielleicht ist ja jemand von euch Game Designer und setzt sich mal hin und überlegt sich ein gutes Finale. Wäre cool. Das wär's schon. Okay, tschüss. Oder? Danke. Haut rein. Ja, ne? Und viel Spaß bei den Aufnahmen. Jo. Und schaut doch mal bei den anderen vorbei, ne? Nee. User abonniert mich. Channel switched. Du bist wieder super schnell unterwegs. So, wie geht's deiner Stimme, Boy? Was sagst du? So, wir sind ja jetzt, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Dodo Wars. Wow, okay. Ich bin wieder halbwegs gesund und das ist sehr schön. Und es ist die Montagsfolge, das heißt, wo bin ich? Hallo Micha, was machen wir hier? Ich weiß es auch nicht. Wo bist ich du? Hab eine Axt in der Hand und stehe vorm Stein. Wahrscheinlich soll ich Steine sammeln. Wahrscheinlich, ja. Ich war auch gerade noch draußen, aber ich war in Richtung der Basis gerichtet. Hi. Hi. Ich weiß willst auch nicht mehr, was mitnehmen? Ich zuletzt... Oh. Was ist los? Ja, vielleicht habe ich da. Vielleicht bin ich in der Bärenfalle rein. Och Mann. Manche Sachen bei dir, weißt du, da bist du halt wirklich klug und dann. Ja, und dann gibt es die anderen Momente. ja. Und dann spiele ich. Was? Letzte Woche war eine echt krasse Woche, was Dodo Wars angeht. Wir sind jetzt gerade dabei, unsere Base wieder so aufzubauen, dass wir gefahrenlos unsere Dinos da drin stehen lassen können. Dann reiten übrigens wir sollten wir vielleicht noch erwähnen, dass wir das gerade hier am. Montag aufnehmen, an dem Freitag, nachdem wir am Freitag aufgenommen haben. Also ja, was natürlich für mich ein bisschen ärgerlich ist. Wir sind 2 Wochen im Voraus jetzt. Sozusagen. Ja, und ich bin auch nicht 100%ig gesund, was ein bisschen ärgerlich ist. Aber das ist eigentlich kein Problem. Oh, ihr habt einen gefunden. Sehr gut. Brauchen wir doch die Map, die Mod. okay. Ja, da hat wohl jemand sein Dino gefunden. Scheinbar.
Ich freue mich sehr für die. Ich weiß nicht, warum ich gerade Steine sammle, aber es hat garantiert einen tieferen Nutzen. Wir unsere Basis wieder ein bisschen aufbauen, ein bisschen Öfen bauen. Ja, ich weiß ja nicht genau, was wir dafür brauchen, aber ich sammle Steine. Das innere Tor wollten wir noch machen, ne? Ja, das innere Tor. Kannst du mal gerade gucken, was wir dafür brauchen? Hier wird übrigens immer meinen Dunst Star-Folgen locker. Ich würde mal sagen, 1000 Steine brauchen wir noch locker. Alter, was ist mit diesem Steinblock los? Ich habe aus denen jetzt schon 264 Steine rausgeprügelt, Alter. Oh, wir haben ja gar kein Wasser mehr hier oben. Scheiße, hab dich alles kaputt gemacht hier. Oh ja, das solltest du echt fixen, Alter, aber das ist nicht schön. Kannst du jetzt überlaufen? Was? Ja, Micha hat noch nicht so wirklich die Motivation gefunden zu laufen. Hast du noch Fleisch? Ich kann mal gucken. Wobei, ich könnte eigentlich auch mal schnell eben was braten. 5, 18, ja, ein bisschen was habe ich. Okay. Ich habe nicht genug Schittein und Feuerstein. Aber da bist du ja auch gerade dran. Nee, Feuerstein bin ich nicht dran. Ja, aber den kriegst du ja automatisch mit, oder nicht? Nee. Nee? Wenn du aus dem Metallblock mit einer Axt haust, kriegst du keinen Feuerstein. Shit, fucking shit, shit, fuck. Oder? Auf geht's, Micha. Weil sonst muss ich nämlich sterben hier. Gib mir mal deine Beeren, du Eierkopf. Dieser Moment, wo du dich auf den Bären setzt und hoffst, dass er reiten kann und er einfach nichts tut. also Base wurde geradet. Ich habe mich nicht so klug angestellt. Wie gesagt, ich habe die Kommentare jetzt noch nicht gesehen. Ich kann sie mir ein bisschen vorstellen. Und ich habe sie ja auch nochmal angeguckt. Und ich hätte auch im Nachhinein vieles anders gemacht. Wir haben jetzt auch erfahren, weil die es uns eben erzählt haben, dass sie quasi nichts hatten. Ich hätte das also tatsächlich einfach mit einem Bären verteidigen können, zu 100%. Ja, und und ich hätte die Rexe einfach stehen lassen können. Ja, auch das. Und wäre zur Hilfe geeilt. So, oder also. Du hättest das mit den Rexen auch wahrscheinlich hier und da minimal besser managen können. Ich denke dich. Okay, sorry. Dementsprechend das Ganze mein Fehler. Aber ihr wisst, wie es ist, Jungs, ne? Ich bin ein bisschen dumm. Und in so einer Szene, ich meine, ich habe halt nichts gesehen von denen. Aber ich bin halt nicht davon ausgegangen, dass die nichts haben. Ich dachte halt wirklich quasi, dass Ice und Color halt zwei, drei T-Rexe haben oder ähnliches. Mhm. Ich habe mir noch mal ein bisschen angehört, was die so sagen. Ich hätte mir das echt hören können, weil es war ja immer nur einer am Tor so. Und das macht ja im Nachhinein, macht das halt auch alles Sinn. Aber erstens war ich halt echt, also ich will jetzt nicht die Erkältungszimmer hier spielen, ne? Aber ich war halt echt nicht auf mein A-Game so. Und ich hatte halt auch wirklich Angst. Also wirklich Angst. Du bist ja fast ohnmächtig geworden. Ja, ich bin sogar fast ohnmächtig. Das war dumm. Ich habe die Story schon in einem anderen Video auf dem Kanal erzählt, aber war relativ witzig, weil rechts und links wurde es ein bisschen düster, während ich die Base verteidigt habe. Und ich dachte erst, dass es eine fucking Damage-Anzeige war in-game. Und erst als ich mir die Wiederholung dann angeguckt habe, ist mir aufgefallen, Alter, Johnny, du bist geistig behindert. ich war einfach kurz davor, ohnmächtig zu werden, was natürlich im Nachhinein ein bisschen scary war, aber wenn man es in dem Moment nicht mitbekommt. Ich habe mir die Aufnahme nochmal angeguckt, man sieht es halt wirklich nicht. Also ich steck das wie ein Mann weg, ne? Da ist, ne? Das ist richtig mir wegstecken tust du, ja. Bei der ersten LAN-Party, die ich gemacht habe, da habe ich auch versucht, meine Schwester, die reinkam, mit der Maus aus dem Raum zu ziehen. Also ich glaube, wenn man einmal im Game drin ist, ist man richtig drin. What the fuck? Das findest du jetzt witzig, ne? Ja. So, haben wir noch Holz hier für den Ofen? Nein. Ja. Tja, Biber gibt's nicht mehr. Das ist übrigens sehr schade. Ich hätte zumindest mit denen auch runterspringen können. Aber da gab's noch nicht die Idee, dass es bald einen Mod geben wird und so. Also, da hätte ich jetzt auch nicht mit rechnen können, dass wir die nochmal wiederfinden. Doch, es gibt noch Holz. Geil. Also, Steine sind jetzt in der Werkbank. Ja, habe ich gesehen. Brauchst du noch mehr? Ja. Noch mehr? Ja. Das ist keine gute Neuigkeit. Aber das war. Warum? Weil das halt immer super ätzend ist hier. Mein Gott, verpiss dich! Ja, Entschuldigung, ey. Vielen Dank, kein Problem. So. Der wieder redet, Alter, ey. Da tun wir hier nochmal ein bisschen Metall rein. Oh, wir haben keinen Mörser mehr. Könntest du einen Mörser machen? Na super, klar. Vielen Dank. Mir wurde gesagt bei den No Star Folgen, dass ich Maxime mal ein bisschen hin und her scheuche. Das passiert bei uns ja Gott sei Dank nicht. Ja? Nee. Oh Mann, das ist so sad, dass die hier rumliegen. Du kannst dein Fenster auch mal zumachen, so, es stört echt. Findest du? Ja. Och. Das mache ich in deiner Aufnahme.
Meine Leute mögen den frischen Wind. Das war ganz knapp an der Bärenfalle vorbei. Aber wirklich yeah. Close. So, aber ja, Leute, ich bin ja umgezogen vor einiger Zeit und ich hab's zeitlich hätte ich es schaffen können. Ich hab einfach noch keine Vorhänge gekauft und bis jetzt war es halt nicht schlimm, weil ich mir einfach denke, ja gut, wenn der Typ sehen will, wie ich nackt rumlaufe, ne, dann ist das sein Problem. aber jetzt ist dummerweise durch was die Hitze... Was ist mit deiner Freundin? Ja, das ist ein anderes Thema. Vielleicht hat die da auch noch was mitzuteilen. Die läuft einfach nicht nackt rum. ja, und dann haben wir halt noch keine Vorhänge gekauft und jetzt ist 1000 Millionen Grad hier und deswegen ist in meiner Wohnung gerade genüssliche 29 Grad. Ja, ist ein bisschen warm. Was ich gemacht habe, ich habe bis 27 Grad versucht, den Schuppen kalt zu halten. Und dann dachte ich mir, okay, I lost this fight. Und habe einfach angefangen, die Fenster zu öffnen, quasi. Und dadurch einen Durchzug zu haben. Was ganz cool ist, weil dadurch ist es jetzt ein bisschen angenehmer. Aber deswegen habe ich hier den Wind. Ich habe aber das Fenster direkt neben mir auch schon zugemacht. Ich dachte, dass es dadurch besser wird, bin ich ehrlich. Mhm. War wohl nicht so. Ne? Ich habe jetzt ein paar Feuersteine. Ich baue jetzt noch die Metalldinger für Stein ab. Wie viel brauchen wir noch? Brauchst du noch Stroh und so? Weil ich bin gerade eh auf dem Weg. Shit. Oh Gott. Oh. Geht der doch. Kannst du mitnehmen? Ah, nee, ich bin nicht mehr da. Kannst du aufhören, hier zu eskalieren? Oh. Ein Bettchen könntest du noch machen. Boah, da habe ich mich. Alter, ich bin. Das war actually. Vielleicht bin ich in der Bärenfalle geraten und habe mich dermaßen erschrocken. Holy shit, das Geräusch ist aber auch viel zu laut. Ja. Yeah. Alter, es ist doch. Ich bin in der Bärenfalle getreten. Ich habe nicht einen dritten Weltkrieg ausgelöst, Alter. Das ist ja der Spieler, der komplett eskaliert da. Ja, beruhige dich, Micha. Würden ja gleich so eskalieren. Ja, aber das heißt, diese Montagsfolge wird halt dafür sein, dass wir die Base wieder aufbauen. Die Dienstagfolge wird dafür sein, dass wir scouten, wo der Rest ist. Und die Mittwochfolge ist dann, wo wir alle töten. So ist der Plan. Donnerstag und Freitag entspannen wir uns ein bisschen, ne? Bisschen am Strand chillen oder so. Bohren wir in der Nase, ja. Ja, du hör mal. Ja. So, nochmal ein paar Steine. Kannst du mir nochmal durchsagen, was du ungefähr so brauchst? Weil ich habe das Gefühl, dass ich hier halt ein bisschen sinnlos arbeite. Ich hätte das Gefühl nicht, wenn ich wüsste, was brauche ich auf jeden Fall. Viel? Ja. Wie viel? Viel. Mach einfach voll! Ja, aber ich muss ja entscheiden, womit. Also ich habe jetzt noch ein paar Steine dabei. Achso. Ja, dann bring ruhig die Steine mal mit. Also ihr habt 300 Steine. Ich brauche mindestens noch 350 Holz. Mindestens. 350, ich hack auf den Stein, denk mir geil. Genau die 50 Steine habe ich jetzt. Holz, okay. Fuck you. Ja, ist die Frage, ob ich das Metall... nee, komm. Ach, ich muss sagen, mit dem Nager war das besser. Ne? Ja. Aber wir haben ja jetzt auch Dino-Counts, also entweder können wir können natürlich auch wieder voll machen, ne? Wir können uns wieder einen Ankylo holen, wir können uns wieder einen Biber holen. Nee, komm. Also wirklich, einen Biber zu zähmen, Alter, das dauert ja länger als alles auf dieser Welt. Wann haben wir denn alle wieder? Wie bitte? Seit wann haben wir denn alle T-Rex wieder? Ich dachte, naja, egal. Ja, du hast dir geholt. Du warst sehr viel am Fluchen, da hast du dich irgendwann wahrscheinlich selbst nicht mehr gehört. ich hätte mir gewünscht, dass ich das auch geschafft hätte, aber... ansonsten... Halt dein Maul und lass dir deinen Bären nicht schon wieder folgen, nicht, dass der runterfällt. Gut, danke für den Tipp. Narkobären ist natürlich was... Also Narkotöpfchen ist etwas, wo... Gehen Sie bitte vor. Vielen Dank. Kein Problem. Ich kann mich gar nicht bewegen, deswegen. Ja, also wir brauchen halt Narkopfeile, um halt eben diese Bären machen zu können. Das heißt, ich hau jetzt hier mal... Also Gammelfleisch sollten wir ja in den Rechseln genug drin haben. Ja, stimmt allerdings. Nochmal Steine rein. Ich hab doch gesagt 350 Holz, wo sind die? Nee, ich hatte keinen Nerv mehr. Ich gehe aber gleich nochmal raus, keine Sorge. Ich gehe einfach so viel. Ja, einfach ein paar raus. Wie viel brauche ich noch? Bei, Alter, cool. Die Feuersteine traue ich mich nicht auch noch mitzunehmen. Ja, okay. Das ist halt echt das Bittere, dass wir... Hast du noch Betäubungsfeuer in deinem Inventar? Ich bin halt dummerweise ohne losgezogen. 33 habe ich noch, ja. Ah, okay, das ist ja schon mal ein bisschen was. Mann, aber die... Achso, die Feuersteine habe ich gar nicht. Habe ich eine Chitin-Rüstung eigentlich, eine ganze? Nee. Chitin? Auch da, Chitin wäre auch nochmal... Wir haben aber hier im Schrank haben wir noch...
ja, aber, Hose, Handschuhe. Ja, ich weiß, aber so. Das ist genau das, was ich habe quasi. Also ich habe ja, die Brust müsste halt repariert werden. Aber ich glaube, ich habe in meinem Bärchen noch Chitin drin. Das wäre super, ja. So. Jo, 33 habe ich da noch. Das wäre geil. Also oh, ich Holz hat der auch noch dabei. Geil. Ich habe, was mir noch fehlt, ist Kopf, Rumpf und Hand. Oh ne, Nebenhand. Leg das mal in die... Also soll ich selber machen, ne? Dingeling okay. rein. Ja. Ja, mach ich. Ja, kannst ja auch mal was tun für dein Geld hier, ne? Ja, ist okay, ist immer okay. Nur ich. Das und das. Das und das. Zack, reparieren. Was fehlt dir? Ach, die habe ich ja... Stimmt, wir hatten ja den Reset. Fasern. Ach, musst du wieder lernen? Ja, klar. Ja. Oh, geil. Gleich habe ich wieder eine Rüstung. Das ist schön. Da gehe ich nochmal raus und nochmal ein bisschen neues Holz, würde ich sagen. Das scheint mir sinnvoll. Ja, klar. Zack. Ja, und Narkobären. Achso, ich kann ja gleich auf dem Rückweg auch nochmal bei den Rexen vorbeigehen. Was machst du jetzt? Ich mach gerade ein Wasser. Okay, dann guck ich kurz bei den Rexen. Ist die Frage, wie wir... Lol, der Rex hat 74 Metall dabei. dummes Stück Scheiße. Nee, die haben alle kein verdorbenes Fleisch. Die haben alle auch so wenig Fleisch, dass wir bald gucken müssen, ob wir die füttern können. Mhm. Hä? Bin ich... Die können doch nicht alle... Also in meinem Bär ist halt ein Haufen verdorbenes Fleisch. Ah, okay, ich hab's gefunden. Irgendwie gab's, glaube ich, einen kleinen Bug. Weil ich konnte... Ich habe immer dasselbe Inventar bei allen T-Rexen gesehen. Ja, kleiner Bug. So, get Rexed. Oh ja, nee, also wir haben wirklich viel Gammelfleisch. Naja, sag ich doch. Like. Soll ich mal really? Mit den Bären dann rausgehen und ein bisschen farmen? Narkobären wären super, ja. Narkobären wären echt... Rexona, was hast du noch? Alter, du hast sogar noch Steine hier. Das ist ja Leder, das ist ja auch noch. Machen wir nochmal Steine rein. Ich könnte auch immer mit Rexona zur Base rennen, aber der Wendekreis und so, ne, das ist ja. Mhm. Wissen ja alle, wie das enden wird. Mit einem schreienden Alex. Da müssen wir das reinmachen. Also, ich hab ja die Folge heute geschnitten quasi. Für Donnerstag. Ja. Oh, und ich war sofort wieder triggert, ey. Ja, du bist bei sowas aber auch tiefenentspannt, muss ich sagen. Also ein Spiel, was... Hey. Nee, muss ich mal sagen. Also du nimmst so Gamefehler immer sehr entspannt hin. Also da hört man auch ja, keinen... Ja, halt nicht, weil das... Wenn ich meinen Job so machen würde wie die... Ja. Oh, ich habe ein paar Pfeile gefunden. Der hat mich ernsthaft angeschissen, während ich unter ihm stand. Verdient. Was? Ja, halt's Maul. ja. Hier muss ich mal abspringen. Was haben wir hier nochmal? Oh, Gammelfleisch. Ja. Okay, ich habe auf jeden Fall die Pfeile. Nein, was mich da halt dran so triggert, ist einfach, dass wir in dieser Early Access Gesellschaft leben, so mehr oder weniger. Weißt du, wie ich meine? Gesellschaft? Jetzt wären wir aber tiefgreifend. Ja. Aber ja, ich weiß vollkommen, was du meinst. So, und das machen halt so viele Spiele. Und Ark ist da auch keine Ausnahme. Wobei die mittlerweile halt full released sind, ne? Also even worse, wenn du so. Exakt! Willst. So. Und das ist halt das, was mich so tiefenunentspannt macht. Weil wenn mir das egal wäre, dann. Oh. Würde es mich nicht so triggern. Ja. Hier draußen fehlt übrigens noch eine Tür. Ich meine nicht, dass die hier noch irgendwen aufhalten. In der Steinwand, könnte. Meinst du? Ja, wir müssen auch die ganzen Steinwände erstmal noch reparieren. Okay, das heißt... Also an der inneren Bude. Das heißt, ich sammle nochmal Steine? Ja. Close. Warum nicht? Und währenddessen natürlich... Denk mal unterwegs, Narkobären zu... Ja, ich mach nur Bären gerade. Das ist supi. Oh. Gerade nichts anderes. Okay, Alter, was ich hier rausprügelt, ist ja interessant. Wir werden jetzt auch hoch genug das Level, um die, was wollte ich sagen? Pflanzen zu machen. Hm. Aber die, ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Also wenn nur für die Pronto-Strategie, weil da oben auch noch zwei Pflanzen raus. Ich weiß nicht, wie die angreifen. Also das Ding ist ja, wir haben uns ja diesen Vorteil jetzt erspielt und hätten uns natürlich noch einen weiteren erspielen können, wenn wir das jetzt letzte Woche mal irgendwie richtig hingekriegt hätten. Ja. Dadurch, dass wir halt eine Basis vorher aufgebaut haben und dass wir erstmal die ganzen Kommentare quasi eingesteckt haben, ja. Die das verurteilt haben.
Aber wir haben dadurch jetzt im Long Run halt einen echten Vorteil. So, ja. Und das können wir auch so weiter ausbauen, dass die Game Mechanic bleibt ja so bestehen. So. Also das heißt, dass wir ruhig diese Pflanzen nochmal... Oh, der Bär ist voll. Deswegen läuft der so lang. Ja gut. Diese Pflanzen? Ja, diese Pflanzen verschaffen uns diesen Vorteil, ja. So. Ja, sie sind auf jeden Fall schwerer einzunehmen, aber gerade, also ich gebe dir vollkommen recht, ich bin immer noch ein Fan von unserer Strategie damals und ich würde sie auch genauso nochmal fahren. Das Ding ist so, die Situation ist eine andere, weil wir sind gerade die Babos. So, wir können gerade einfach überall hinreiten und alle ficken, weil wir gehen einfach mit den Bären, wahrscheinlich können wir die meisten schon fast mit den Bären killen und was wir nicht mit den Bären killen können, killen wir mit den T-Rexen. Also das ist halt wirklich, ich glaube gerade ist die Devise einfach run and fuck them. Ja, ja, genau. Aber also das, klar, da würde ich dir so zustimmen. Aber die Pflanzen können sobald die anderen sich halt so ein bisschen hochgefarmt haben, da können wir dann wieder, ja. Falls wir müssen, wenn es dann nicht schon vor Finale ist oder so. Ja, eben. Aber ich glaube, Finale, ne, wie gesagt, gibt's, denken wir zurzeit recht viel dran, weil es kommt natürlich näher und wir wollen euch dann eine möglichst geile Show liefern. Wo wir natürlich sein werden. Daran gibt es gar keinen Zweifel. Schreibt mir gerne... Sagt er jetzt und muss es in 2 Wochen... revidieren. Ja, ist okay. Für mein loses Mundwerk bin ich ja bekannt mittlerweile. Ja, aber sonst, wie gesagt, heute natürlich so ein bisschen die Variante, diese Base halt auch wieder auferstehen zu lassen von den Toten, was halt echt wichtig ist. So. Ich hoffe, ihr versteht das und ich gehe fest davon aus. Ich glaube, ich reite hoch. Ich habe keinen Bock, noch voller zu werden hier. Ich kann auf dem Weg ein paar Tests verschießen. Was? Oh, ei. Vielleicht habe ich einen Biber gepult. Mm. Ach komm. Stemm ihn doch. Ich habe keine Narko-Bären. Narko-Dinger. Oh, und wir, die haben die Sattel auch mitgenommen, ne? Ey. Ja, das ist ärgerlich. Aber wir haben so viel Leder. Ich glaube nicht, dass es wichtig ist. Und wenn wir Leder brauchen, weißt du, rennst du halt einmal raus. Ja, irgendwie muss ich sagen, die Narko-Bär-Farmrate bei den Büschen hier ist echt gering. Aber ich sehe schon, du warst fleißig. Bisschen, ne? Ist ja einfach nichts mehr da. Hä? Vor allem sind schon Sachen wieder nachgewachsen, geil. Oh du doch, ja, Hi, Biber. Was? Ich hab den Biber-Sattel wieder. Oh, geil. Hier liegt der tote Biber noch rum. Oh, da liegen auch noch andere tote Sachen rum. Unter anderem Raptor, vielleicht ist da ja auch noch was drin. Hab ich auch schon geschaut, alles weg. Ja, aber da liegen sogar noch Leichen und noch ein Rucksack. Ja. Schon durchsucht. Da bin ich ja, also beim Looten bin ich ja, da bin ich du sofort dabei. Du bist ein Wühler, ne? Da muss man ja mal sagen. Ich liebe es zu looten. So, deswegen macht mir ja auch PUBG so Spaß. Ja, bei 20 Minuten Lootphase, eine Minute schießen. Aber ich meine, du stehst ja auf Looten. Ja, bei dir ja. Halt. Feuersteine müssen da rein. Wie gesagt, ich bin bad, ey. One-on-one meet und dump. Ach komm. Bin ich ein Genius? Nein. Oh, ich dachte, ich könnte durch die Wand Sachen von mich nehmen. Kannst du schon, wenn du den Kopf durchstecken lässt. Ja, da war der Kopf, aber das hat nicht gereicht scheinbar. Ja. Siehst du, deswegen mache ich immer, dass er mir folgt. Nee, es geht nicht. Es geht wirklich nicht. Oh, Tatsache. Das cool. Spiel hat eine Sache richtig programmiert, das macht mir Sorgen. So. Richtig. So, willst du mal die ganzen Steinwände und den ganzen Shit reparieren? Möchtest du mir einfach mal am Arsch vorbeigehen? Scheinbar tue ich das ja, ne? Sonst hättest du es ja schon lange gemacht. Ich mach hier die Narko-Bären. Du musst Narko-Bären da reinmachen und E drücken. Das, oder A von mir aus. Das ist ja wohl nicht zu viel verlangen. Nee, ist voll gewesen so. Oh, ist ja krass. Du musstest sogar noch Sachen umräumen. Uiuiuiui. Da muss ich jetzt aber deine Sicht reinschneiden. Dummes Arsch. Okay, beruhige dich. Mein Gott. Das ist aber ein Temperament. Ja, ist in Ordnung. Es tut mir doch nicht leid. Alter, du hast mir noch einen reingehauen. Geh weg. Geh weg. Will ich nicht betäuben. Mein Gott. Du bist aber auch. Vor allem, ich hab nicht genug Wasser, um jetzt Stimberries zu essen. Was heißt, nee, scheiß drauf. Ich muss mich gleich einfach wach machen. Das ist mir egal. Ich geh kurz Wasser holen. Hast du dein Glas noch? Ja. Gewehr. Ich leg's in deinen Bären. Dummes Arschloch. So, ist drin. Viel Spaß.
So, die Fasern, Metallbahn. Haben wir eigentlich noch den Futterkrug? Ja. Geil. Die wichtigen draußen Sachen haben überlebt. Ja. Oh. So, habe ich das Metall hier reingelegt? Nee. Oh, lol, die. Ach, stimmt, den. Oh, einen Turm haben sie ja kaputt gemacht. Ja. Oh. Ja. Aber naja. Davon werden wir auch zurückkommen. Ja, der Ofen wird hier lange brennen, Alter. Das sind auf jeden Fall die Feuer des Schicksalsberges, was wir da angepfeffert haben. Aber ich meine, ist ja auch wichtig. Können wir doch nochmal Ofen bauen. Ja, lol, Alter, ist das dein Ernst? Mach bitte mein Glas auf, voll. Ja. So, ja, Geduld ist halt eine Tugend, die nicht jeder versteht. Alter. Mich, ja. So, ja, da steht die Base ja wieder, ne? Ja, mehr oder weniger. Ja, komm, die steht schon ziemlich, ziemlich mehr als weniger. So. Also, ja, dann haben wir jetzt alles zusammengebastelt, dann können wir morgen scouten und dann übermorgen auf die Schnauze hauen. Ja. Hey, ja? Gehen immer noch einige durch, Alter. Ja, ich mach mal grad Leg dir dein Wasserglas in den Werkbanken rein. Jo, danke. Ich mach mal grad ein paar Betäubungspfeiler. Just to be safe. Kannst du noch einen Mörser machen? Noch einen. Ja, dann mach ich mal wieder Schießpulver. Du nimmer satt. Warte mal. So, wie viel haben wir? 36. Haben wir vorher alle vier irgendwie benutzen können oder war das eher überflüssig? Alle vier was? Mörser? Nee, zwei Mörser reichen. Drei eigentlich. Aber okay. Aktuell zwei. Aber noch ein Ofen wäre, glaube ich, wichtiger. So, wie viel Holz haben wir hier drin? Alter, wie lange die Betäubungsfelder brauchen, ne? Aber es sind auch echt einige, die ich hier mache. Ist das normale? Zack, 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 zack. Pfeile. Feuerstein. Ha, das ist ja witzig. Zack. So. Wo ist das? Och du meine Güte. Ja, also mit den Narkotöpfchen haben wir uns auf jeden Fall jetzt relativ schnell wieder angefreundet hier. Ja. Oh. Ja, das war natürlich jetzt sehr smart. Und schreiben kann ich auch nicht. Geil. Schade. Wie viel mache ich? 30 optimal. Ja, also ich habe gleich... Oh! Hier im Schrank war nochmal 100 Narkotöpfchen. Mhm. Vor allem wiegen die mehr als ihre Grundbestandteile. Das heißt, ich könnte mich jetzt auf einmal random nicht mehr bewegen. Ja, okay, also... Ich habe uns ein paar Pfeiler gemacht. Okay. So. Das ist gut. Komm hier ran. Ich leg dir gleich mal 50 Pfeile in den Schrank. Ne? Mhm. Dann haben wir beide einen vollen Stack. So, dann nehme ich. Ich habe dir nochmal 35 Narkotöpfchen in den Schrank getan. Die kannst du dann auch mitnehmen. Mhm. Machen wir nochmal die Holzkohle rein. Wieso gibt's denn die Kreuze nicht mehr? Oh, Stein. Hä? War jetzt da gerade? Nee, nee. Oh, fuck. Zack. Ja, das läuft ja, das läuft ja. Hast du noch Feuersteine dabei? Ah, ist kein Problem, glaube ich. Fuck. Okay. Mann. So, ugly, ich habe einen Betäubungsfall zu viel gemacht. Aha. Jetzt ist genau die richtige Anzahl. Was ist nein, witzig, nein! Ne? Was ist los? Ah, ich dachte, es hat aufgehört zu regnen. Mann, wieso? Ich will... So geht das da nicht. Was friert das? Ich weiß es noch nicht.
Sieht auf jeden Fall hässlich aus, wenn ich das sagen darf. Ja. So. Alter, Narkotöpfchen haben wir. Jetzt haben wir jetzt. Zwei. Weißt du? Okay. Was haben wir? Zwei. Ah, fantastisch. Dinger. Das eine ist von der Physik her sehr gut gelöst. Also das Rohr ist stabil, Alter. Das ist ein Killerrohr. So cheesed. Okay, bist du ready? Ich hab. Okay, das reicht jetzt. Lass rausreichen. Hey. Oh. Ja, wow. Jetzt, wo du auf einmal fertig bist, weißt du, ich mache hier die ganze Zeit für unser Überleben. Ja, ist ja super. Ich bin stolz auf dich. Jetzt lass uns losreiten. Okay. Also, die Pfeile. Ich habe 31. Los. Warte mal, wie viele Pfeile hast du? 50 sind noch hier im Ding. Die kannst du einfach nehmen. Okay. So. Ja. Brauche ich noch was an Rüstung angeht? Geil. Oh, yo. Ich muss meine Rüstung noch reparieren. Oder hast du alles aufgebraucht? Nee, hier sind noch 15 drin. Ich habe noch einen ganzen Brustpanzer, der nicht so abgefrackt aussieht wie meiner. Nee. Schade. Essen habe ich auch noch. Hast du noch Essen dabei? Nein. Oh, close. Ja, leider nach dem Falschen gegriffen. Mhm. Aber war close. Hey, da waren Feuersteine. Du hast doch noch Feuersteine. Dumme Sau, ey. Ja, ich doch nicht. Was? Da waren noch Feuersteine. Alter. Was? Okay. Ja, Leute. Ich habe auch leider einen Betäubungsfall zu viel. Oh, okay. Dann laufe ich besser mal, ne? See ya! Oh, der hat sogar getroffen. Aber wahrscheinlich meinen Bären, du wahrscheinlich. Arsch. Mach das mal weg, das nervt mich. Da sind noch 6 Narkobären drin. Ah ja, du bist halt so ein Loot-Experte, ne? Und 6 Narkobären, da grüßt du keinen Finger für, ne? Nö. Ich den Rest mir auch noch an. Ah, der Raptor ist leer. Dass wir noch 2 Raptoren gekillt haben, obwohl wir nicht da waren, ne? Das ist halt wirklich der Clou. Ja, also die haben ja scheinbar richtig Probleme gehabt, nach ihren Aussagen. Ja. Okay. Ich bin ready, ne? Ich halte ja, mal raus. Ja, ich muss den Bären gerade noch leer machen. Ja, mach das. Ich guck schon mal, ob ich was finde zum... Also jetzt müssen wir uns halt überlegen, was wir machen. Tamen oder töten, finden und töten, ne? Ja, ich würde sagen, je nachdem, was wir als erstes mal finden. Ja, ich würde auch sagen, ich würde unseren Tame-Prozess halt eher auf eine andere Insel verlegen. Ja, weiß ich gar nicht genau. Aber da ist halt die Möglichkeit, andere Leute zu finden, nochmal höher. Andererseits haben wir auch gerade nicht genug Granaten, um eine Base zu... Ich habe 15 dabei. Ach so, mhm. Okay, der hat sich also alle Granaten genommen. Mhm. So. Muss nochmal Schränke bauen. Ah, nix, ne? Ja. Ich wollte dir das Meme nicht mehr erwähnen, ne? Was für ein Meme? Ja, nichts. Nichts. Mhm. Ich dir auch geraten haben. So. Ah, okay, okay. Das Gute daran ist, dass die unsere Schränke zerstört haben, dass ich das jetzt alles schön wieder aufstellen kann. Ja, und vorher war das ja ein bisschen so eher Johnny-Style. Oh, what the fuck, Alter. Alter, was wen? Mein Gott, wirklich, Leute. Ich könnte absteigen und mit den Faust kämpfen und Michael würde euch den Arsch versohlen. Achso, okay. Oh. Ja, Leute, das war's mit der ersten Folge. In der zweiten, bei Alex, passieren die spannenden Dinge. Denn wir gehen Sachen tamen und Leute töten. Ne? Aber wir müssen die Base wieder holen. Doch, ich muss echt vorsichtig mit dem Meme sein. Und ich wollte es nicht erwähnen, aber du hast gesagt, wollte ich dir geraten haben, dann musste ich leider zugreifen. Haut rein, Leute. Bis bald. Alles klar, tschüss.